Hier ist wieder Mr. Meek und willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Im letzten Part haben wir Morten besiegt und haben dadurch mit Hilfe des großen Sterns die rote Festung eingefärbt, in die wir auch in diesem Part gehen werden. Wir sehen es auch schon da, es wird uns angezeigt, dass die rote Festung treten ist. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber als erstes gehen wir wieder zurück nach Port. Genau, Port, ist richtig ausgesprochen. Nach Port Prisma, denn wir haben Post und da ist der rote, große Farbstern, den wir gerettet haben und der ist jetzt glücklich und... Hey, so. Auf zum Postamt. Bin mal gespannt, von wem wir denn einen Brief geschickt bekommen. Kann es sein, dass es Luigi ist? Ich weiß es nicht. Das ist falsch, das ist der Itemladen. Das ist nämlich das Haus nebenan, wo der Brief ist, wo ein Brief auf dem Schild drauf ist. Und ja, kann man nicht verfehlen. So, geh mal her. Hallo, du kommst gerade recht, du hast Post. Der legendäre Schnick-Schnack-Schnuck-König des König, ich kann nicht sehen, ist erschienen, um seinen Thron zu verteidigen. Wer ihn besiegt, erhält eine besondere Karte. Er erwartet dich in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit noch einmal lesen. Öffne einfach das Menü, berühre Items und dann Postsymbol. Der Schnick-Schnack-Schnuck-König ist also erschienen, ja? Der kommt übrigens nach jedem Bossfight, also hier, da wir Morten besiegt haben, den ersten Boss, erscheint er in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Ja, wenn wir den zweiten Boss besiegen, dann kommt er nach Schnick, Schnack, Schnuck Arena 2 und dann nach dem dritten kommt dann die Arena 3 und so weiter. Natürlich geht auch hier, wenn man verloren hat, dann muss man einen Farbstern einsammeln, damit man nochmal antreten darf. Und wer kann es wohl sein? Wer kann wohl den neuen Titel als Schnick, Schnack, Schnuckmeister haben? Den müssen wir uns zurückholen! Ohne etwa nicht. Nö. Ja. Gut. Dann will ich mir erstmal die Tipps anhören. Weil ich habe sie vergessen. Fiesen Gegner, dein Kämpfer meist mit der Faust, aber manchmal auch mit der flachen Hand zuschlägt. Übrigens, man muss die Arena, die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena nicht vorher schon gespielt haben. Der kommt auch so. Ja. So. Sind das die gleichen Tipps? Benutzt eigentlich immer nur die Karte, die jemand mehr. Er ist gut gerundet. Wenn er gut gerundet ist, dann muss es ja der Stein sein, oder? Warte mal kurz. So, bin wieder da. Der Hund fällt raus. Dann kann es ja weitergehen. Gerundet. Also ein Stein kann gut gerundet sein. Was hatte denn der Gegner in der letzten Runde? Also in der ersten Runde. Ich kann mich noch erinnern, dass es ein Goomba war. Also muss es ja Stein sein. Ein Goomba ist, sage ich jetzt einfach mal, so ähnlich wie ein Stein. Du triffst auf einen fiesen Gegner, der in Kämpfen meist auch mit der Faust, aber auch manchmal mit der flachen Hand zuschlägt. Heißt, wir müssen Papier nehmen. So, hier müssen wir Papier oder, also der Gegner wählt in der ersten Runde entweder Stein oder Papier. Da wählen wir Stein? Bin mir nicht sicher. Ich hoffe, es geht nicht in die Hose. Zumindest der. Ah, ja. Wenn man Probleme hat, dann. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier im Turnier versagt, dann kann man diesen Tod hier fragen. Allerdings ist die Gefahr, dass die Gegner danach andere Karten benutzen. Heißt, jetzt, wenn der Gegner vorher, also jetzt in der ersten Runde, wenn ihr zum ersten Mal reingeht, dass er Stein benutzt oder Papier, dass er dann, wenn jetzt hier verliert und den Tod da fragt, das sieht übrigens nur, wenn der Schnick-Schnack-Schnuck, wenn ihr, glaube ich, einmal
es geschafft habe, dann kommt der. Bin mir zu sicher. Also wenn man das Turnier einmal gemacht hat, dann kommt er. Ja, und wenn man den Tod dann fragt, also wenn man dann versagt und den dann fragt, hey, kannst du mich wieder reinschmuggeln, dann haben die Gegner andere Karten und dann ist das glücksbasierend, heißt, der Gegner kann dann Schere oder Papier haben, anstatt Stein oder Papier. Ne? Das will ich euch nur zeigen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Ich empfehle es euch auch überhaupt nicht, weil es einfach Unsinn ist, diesen Tod zu fragen. Naja, wenn du wirklich am Turnier teilnehmen möchtest, könnte ich dir ganz eventuell behilflich sein. Ja, ich brauche deine Hilfe nicht. Du bist ein totaler Versager. Ich brauche dich nicht. Außerdem seid die Toads eh ein bisschen. Naja, habt ihr ein bisschen was an der Waffe, aber. Das kämpft man nicht anders von euch. Wenn du an unserem Schnick-Schnack-Schnuck-Arena teilnehmen möchtest, dann begib dich doch bitte durch diese Tür. Was hatte ich auch vor? Wir sind stolz, Meister Schnuck als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Und du, willst du auch mitmachen? Ja. Ich meine, man sollte mich doch kennen. Ich habe doch die Arena 1 bestanden und jetzt. Ja, was soll's. Wer ist denn dieser sogenannte Schnuckmeister? Den will ich mal sehen. In die Meinung galgen. Schnuckstreiter von nah und fern kommen in diese Arena und haben ein Ziel, sie voller Ruhm und Reichtum verlassen zu dürfen. Oder können, je nachdem, wie es mit. Dafür werfen sie nicht nur ihr Talent und ihren Mut, sondern auch eine gehörige Portion Glück in die Waagschale. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier! Super, Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah. Fang an. Los. Ich freue mich, unsere Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. In dieser Ecke, der Neuansteiger aus dem fernen Pilzkönigreich, obwohl er hier schon gewonnen hatte, begrüßen wir ihn neu und Mr. Mamma Mia ist persönlich Mario. Und in dieser Ecke, die ewige unterste Sprosse auf der Karriereleiter in Bowsers Militärapparat und die nutzloseste Einheit überhaupt grüßt mir den wandelnden Shiitake-Pilz. Gugugugugumba! Übrigens, er hat auch keine Freunde und ist ein Außenseiter. Ja. Mario gegen Gumba, also, ja, macht. Ich halte euch nicht auf. Ja, Freundchen, du wählst entweder Papier oder Stein? Dann wähle ich Papier. Wenn er Stein wählt, hat er verloren. Wenn er Papier wählt, ist es ein Unentschieden. Dann wählt er nächste Runde Stein. Übrigens, meine Kopfhörer sind gerade runtergefallen. Und wir haben gewonnen! Ich wusste es, Mann! Dein Gewinn für das Bestehen von 300 Münzen. Hurra, freu dich daran. Ja, komm, den Rest kennen wir. Scheigei. Also, ja gut. Er wird auch Papier oder Stein nehmen, dann nehme ich Papier. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann will ich nicht. Dann, keine Ahnung, dann schneide ich nochmal und dann versuche ich es nochmal. Yeah! Oh Mann. Das. Ist ja, das läuft wunderbar ab hier. Mensch, das gibt's doch nicht. Hier hast du Geld. Nee. So, wo ist der Schnuckmeister? So. Sehr geehrte Toads und Toadettes, bitte macht euch auf bislang unerreichtes Können gefasst und bleibt sitzen, denn er ist endlich hier. Und haltet eure Sorgen fest. Meister Schnuck. Es ist ein Toad mit einem Handschuh. Eine Handschuhmütze, einer Sonnenbrille und einem Cape. Was soll ich dazu noch sagen? Der Filter sieht auch noch cool. Es ist ja, es ist unfassbar, was die Toads alles tragen. Naja, Mario gegen Meister Schnuck, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. So, ja, der Schnuckmeister, bei dem ist es eigentlich Glückssache.
Aber ich würde sagen, dass er Papier nimmt. Papier oder Schere? Ich gehe mal auf Risiko. Leg das ganze Geld auf den Tisch. Und versuche mein Glück. So, ich hoffe, der nimmt Papier. Oh, beide nehmen Schere. Ah, oh, ich war so kurz davor, Papier zu nehmen. Hätte ich jetzt Papier genommen, ja, dann ist das gewesen, also. Ein Unentschieden, naja, da kann man nichts machen. Nochmal. Jetzt, das ist jetzt schwer. Also wenn er Schere genommen hat, dann wird er womöglich Papier nehmen. Obwohl Stein ist auch keine so schlechte Option. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, was ich nehmen soll. Soll ich Stein oder soll ich Schere nehmen? Das ist jetzt eigentlich Risiko. Schon wieder. Komm. Wenn ich schon das Geld auf den Tisch klatsche, na, es geht ja nicht um Geld. Nein, eigentlich schon. Dann wähle ich. Oh, das tut so weh. Wenn ich jetzt Stein nehme und der Papier, dann ist das. Dann schieße ich mich ja tot komplett ins Aus. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aber ich muss etwas nehmen. Komm. No risk, no fun. Stein. So, wenn der jetzt Papier nimmt, ne, dann ist Schluss. Nice. Das ist doch. Boah. Ihr wisst nicht, wie aufgeregt ich gerade war. Da nimmt er allen Ernstes nochmal Schere. Oh, und ich dachte, er nimmt jetzt Papier. Dann hätte ich aber die Aufnahme neu gestartet. Dann wäre ich aus dem Raum gegangen, mit Spaß. Es ist unglaublich, Meister Schnuck wurde geschlagen von Mario. Und das im First Try, ja. Na gut, es ist reines Glück. Man kann aber vermuten, was er nimmt. Gut. Also, naja. Also, es war schon Glück, also. Ja. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack Münzen. Außerdem gibt es ein brandneues Car. Also, ich hab dich schon wieder verarscht. Es gibt kein Auto, es gibt eine Karte. Hier hast du. Nämlich die Mortenkarte und die können wir ja im Museum abgeben, weil ja die brauchen. Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst doch nicht nach Hause gehen und so. Immer das Gleiche. Ja, war ja auch spannend. Jetzt great. Ich brauchte nicht mal die Hilfe von dem Tod da hinten. Ich glaub's nicht, du hast Meister Schnuck geschlagen, mein Glückwunsch. Ja, danke, das muss ich nie wieder hierher. Übrigens, was gibt's da eigentlich? Wollen sich da nicht heilen? Willkommen im Kaffeehaus Prisma. Was darf ich Ihnen anbieten? Ein Kraftkaffee für 70 Münzen und ein Prismasaft. So, bin wieder da. Musste wieder kurz weg. Na, wo waren wir stehen geblieben? Ach so. Ja, Kraftkaffee. Prismasaft. Was bewirkt denn der Prismasaft? Das möchte ich gerne mal herausfinden. Heilen die beiden wirklich nur die Leben oder sie jetzt mal herausfinden? Was hat er mir jetzt gebracht? Probieren wir den Kraftkaffee. Ja. Super, guter Kreislaufschwäche. Ja, ein bisschen witzig. Okay, der andere, der Kraftkaffee heilt Leben, ist ja auch klar. Kraftpunkte. Ja, der Prisma darf, keine Ahnung. Heil. Ja. Hat den Haarmund. Der Prismasaft füllt wahrscheinlich die Farbe wieder auf. Wenn es mal so keine Farbe mehr hat, sollte man sich einen Prismasaft gönnen.
Oder ein Wunderpilz. Joa, die Arena 1 haben wir geschafft. Da müssen wir auch nie wieder hin. Dann können wir uns ja endlich nach Sierra Löwenzahn gegen. Begeben, genau. Nicht begegnen. So. Die Festung ist endlich wieder eingefärbt. Das ist schön. Sieh dir das mal an, Mario. Verstehst du jetzt, was die Macht der Farbe leisten kann? Das hat der große Farbstern ganz allein geschafft. Und der Feuerrost. Das Feuerrosttor ist wie neu. Ja, rostig scheint es wirklich zu sein. Grund der Farbe. So, ist hier vielleicht noch irgendwo ein versteckter Farbfleck? Wenn nicht, dann. Farbfleck, genau. Farblos Fleck. Entschuldigung. Ah, nee. Hallo? Warum? Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Wenn nicht, dann gehe ich rein. So. Gut. Dann lasst uns diese Festung betreten. Mal schauen, was da drin so abgeht. So, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie lange der Part schon ging. Ich glaube, der ist schon über 20 Minuten. Aber wir gehen jetzt nur noch in die Festung, gucken, was da abgeht, und dann werde ich den Part. Also dann gehen wir hindurch. Ich rieche förmlich, dass sich ein weiterer Farbstern in der Nähe befindet. Los, suchen wir ihn. Sehr gut, Fabian. Ich gehe ja schon. So. Ja. Okay. Hier gibt's wieder meine Gumbas. Nee, ein Gumba ist das. Wenn du hier vorbei willst, musst du erstmal an mir vorbei. Mario, jedes Mal, wenn du einen großen Farbstern findest, werden deine Sprungattacken Überraschungsangriffe stärker. Wenn du auf einen schwachen Gegner triffst, so wie diesen Lappen, ne, diesen Gumba, kannst du ihn sogleich mit dem Hammer plätten, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Gilt das auch für Sprünge oder ist das nur mit Hämmern, Hammerschlägen möglich? Ich bezweifle, dass man die Gegner auch mit dem Sprung killen kann. Zieh sich wohl also nur auf den Hammer. Interessant. So, hier runter, dann den Farbblick hier. Ganz entspannt. Einfärben, bekommen abgenutzten Sprung. Hier sind Haufen Stachis. Die interessieren mich nicht. Ich färbe lieber alles ein. Unnötige Kämpfe sind ja gar nicht toll. Nein. Haut ab, ihr blöden. Warte mal, hier ist ein. Ist ein Entfaltungsblock? Wo ist denn hier ein Entfaltungszeichen? Hallo? Ah, hier! Okay. Mache ich das denn von der Zeit her? Bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Puh, ich wollte hier nur ein Picknick machen und schau dir das an, was passiert ist. Ach, ich vermisse die Tage, als es noch viel Farbe gab. Dass wir darin hätten baden können, wenn wir gewollt hätten. Bitte, Mario, finde unsere weit wertvollen Farbstellen so schnell wie möglich. Ich tue, was ich kann, aber ich kann sie ja nicht einfach herzaubern. Wäre Schwachsinn. Und langweilig, was auch. Jo, mal nachdenken. Soll ich jetzt die ganzen Stachis killen, oder? Nee. Bisschen Schwierigkeit muss auch da sein, also. Fuck. Na gut, wenn das nicht anders will. Oh, ich muss die Mordenkarte noch abgeben, mach ich offscreen. Mach ich offscreen. Na, jetzt hab ich den Knopf zu früh gedrückt, super. Werd da so gleich bestraft. Hurra. So, diesmal wird es aber hoffentlich klappen. Es muss klappen, weil. Naja, er hat ja nicht viel Leben und. Ja. War okay. Ich muss zwar einen Hammer verschwenden, aber. Was soll's? Ja, die Zeit reicht. Ich war mir ein bisschen unsicher, dass die Zeit nicht reicht, aber. Ja, hat. Es waren doch noch 11 Sekunden übrig, also. Was mache ich mir für den Kopf?
So, Feuerblumen. So. Was ist denn jetzt los? Weißt du, es ist ziemlich still. Das ist niemals ein gutes Zeichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Mario. Als ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, habe ich jemanden erwischt, der Ölfarben und Wasserfarben gemischt hat. Und das ist... Oh nein! Es ist ein Bonsai-Bill! Beziehungsweise diesen Kugelbill. Hast du das gesehen? Eine Art Geschoss ist gerade in den Hügel dort eingeschlagen. Schnell, Mario! Auch genannt als Riesentorpedos. Naja, Torpedos sind es eigentlich nicht immer. Ja gut, was da geschehen ist, das werden wir im nächsten Part herausfinden, denn der Part ist jetzt zu Ende und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.